Okay. Auf zum Hakonesia-Pass, würde ich sagen. Hakonesia-Pass. Und wir glitzern immer noch. Mal gucken, wie lange das anhält. Hallo? Das Wetter ist so schön. Perfektes Reisewetter. Was tut man nicht alles für die Wissenschaft? Aber es ist trotzdem anstrengend, zwischen Asgard und Pamacosta zu pendeln. Ach ja. Kein Wunder, Koch. Mist. Hallo? Wer bist denn du, Hestes? Wenn ihr Passierscheine wollt, das macht 100 Millionen Gold pro Person. Was? Was soll das für ein Preis sein? Das ist Wucher. Dafür kann ich mir mehr als ein Fahrrad kaufen. Ruhe, Junge, damit du es weißt, ich hasse Männer. Das bedeutet, dass sogar die Pilger der Kirche von Martell hier nicht passieren können. Oh, was du für eine Schönheit bist. Oh, was für eine Schönheit. Wenn du auf Pilgerfahrt bist, solltest du die Ruinentour von Asgard im Reisebüro in Asgard buchen. Hey, du steckst mit der Reiseagentur unter einer Decke. Och, halt den Mund. Wenn du kein Geld hast, dann raus hier. Das ist eine sehr alte Schrift. Oh, meine wunderschöne Maid, du hast ein gutes Auge. Das hier habe ich der Außerwelten abgekauft. Es ist eine sehr seltene Schrift, die Legende der Spiritua enthält. Ich versuche schon seit Jahren, an dieses Buch zu kommen. Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, dass Dor es jemals hergeben würde. Ich kann mich glücklich preisen, dass die Außerwelte bereit war, sich davon zu trennen. Gib es uns, oder lass uns zumindest mal reinsehen. Du beliebst zu scherzen. Warum sollte ich es euch zeigen? Ach komm schon, Colette ist die Außer... Bam! Halt den Mund! Sonst halten sie uns doch für einen Betrüger. Oder für... Die außerordentliche Anhängerin der Außerwelten. Sie möchte die Gegenstände sehen, die der Außerwelten gehört haben. Colette ist eine treue Anhängerin und versiert in der Sprache der Engel. Genau, das stimmt. Ich habe die Sprache von klein auf studiert. Nun, wenn es für euch so wichtig ist, dürfen die Jungfrau und die Schönheit einen Blick darauf werfen. Mehr als alles andere in der Welt möchte ich die Spiritua-Statue besitzen, die im Haus des Heils ausgestellt ist. Wenn ihr sie mir bringt, zeige ich euch das Buch. Du bist so geizig, als ob es dich etwas kostet, uns einen Blick in das Buch werfen zu lassen. Halt den Mund. Verschwinde von hier, wenn du weder Geld noch die Statue hast. Ich mach's einfach auf. Bring mir die Statue der Spiritua, wenn du es lesen wollt. Kannst mich. Irgendwas Interessantes noch hier? Die Frage ist, wie kommen wir denn dahin? Und wo ist die? Was ist los? Ach, du weißt es nicht? Ihr würdet gut daran tun, eine Weile hier zu warten. Ihr solltet euch auf jeden Fall von Pamacosta fernhalten. Ist in Pamacosta was vorgefallen? Ich habe irgendwie ein bisschen Sorgen. Die Designs scheinen auf dem Vormarsch nach Pamacosta zu sein. Was? Der Leiter der nahegelegene Menschenfarm soll auch unter ihnen sein. Magnius. Ich werde hier warten, bis sich die Dinge etwas beruhigt haben. Ihr solltet auch für eine Weile eure Reisen einstellen. Okay, vielleicht sollten wir... Es bringt mir nichts, hier tatenlos herumzustehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wohl, am Leben zu bleiben. Ich kann nicht glauben, dass ich nicht nach Pamacosta kann, nachdem ich es endlich geschafft habe, den Pass zu überqueren. Ich frage mich, ob in der Schule alle okay sind. Governor Dor ist dort. Ich denke also, es geht ihnen gut. Ich mache mir trotzdem Sorgen. Ja. Okay, hier kommen wir eh nicht weiter ohne Passierschein. Das heißt, ich würde sagen, wir... Oh. Ein Lob? Was? Was hat dieser materialistische Typ nur für ein Problem? Oh meine Güte! Was, Professor? Ich kann nicht glauben, dass du das Wort materialistisch kennst. Professor! Und du hast es sogar richtig angewandt. Einfach fantastisch! Sie müssen mich nicht so loben. Aber es ist ein Wunder. Hehe, ich werde schon ganz rot.
Leute, sie nimmt dich auf den Arm. Halt die Klappe. Au! Es ist so... Ich liebe diese Skits. Die sind einfach so herrlich, so herzlich. Ich liebe das. Ich glaube, das ist das auch, was ich an diesem Spiel am meisten liebe. Diese Skits. Okay. Wo war Palma Costa? Ich würde ja sagen, irgendwo am Wasser, aber hier ist überall Wasser. Das Coole natürlich daran ist, dass sobald wir uns hinstellen, die Viecher auch stehen bleiben. Das Problem ist, wir sehen Geheimnisse nicht. Was haben wir hier? Ups. Lloyd wird ermahnt. Was? Diese Designs. Wenn sie in Palma Costa Probleme verursacht haben, Lloyd, beruhige dich. Was ist denn los? Als ich Isalia verließ, habe ich geschworen, die Designs aufzuhalten. Wenn du den Kopf verlierst, führt das nur zu armseligen Entscheidungen. Ach, sei einfach ruhig. Lloyd, deine Gefühle sind immer aufrichtig und ohne Arglist. Trotzdem ist das kein Grund, die Ratschläge deiner Gefährten zu ignorieren. Aber ich... Wir machen uns auch Sorgen um Palma Costa. Aber wir machen uns auch Sorgen um dich, verstehst du? Tut mir leid, ich hätte mich nicht so verhalten dürfen. Schon besser. Aber ich bin... Bin ich wirklich diejenige, bei der du dich entschuldigen solltest? Kratos, ich war im Unrecht. Entschuldige. Schon in Ordnung. Wir sollten uns auf jeden Fall in Palma Costa umsehen. Wir werden uns beeilen, aber auch vorsichtig sein. Genau. Haus des Heils, ach was. Das ist ein Hund, ja. Hallo. Auserwählte, 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 nur du Auserwählte, lalala. Ah. Ich muss meine Ware nach Asgard auf die andere Seite des Berges bringen. Aber dieser Kuton verlangt eine wahnwitzige Summe Geld. Ja, das haben wir auch schon bemerkt. Hinter dem Gebirge im Osten befindet sich eine Menschenfarm. Wenn ihr nicht zur Toderinsel unterwegs seid, solltet ihr euch fernhalten. Den Geysir der Toderinsel muss man allerdings einmal gesehen haben. Okay. Hallo, dich kenne ich doch. Wenn ihr von hier aus nach Norden geht, kommt ihr zum Hakonesia-Pass. Aber ich glaube nicht, dass ihr ihn überqueren könnt. Warum? Ihr werdet schon sehen, wenn ihr nutzt. Ja, danke. Colette, guck mal! Diese sieht aus wie Karamell. So ein schönes Fell. Ach, wie süß. So, hier ist nix. Gehen wir mal rein. Hä? Ach, nee. Na, wird helfen, mir zu retten. Mich... Ach, egal. Ich war zu sehr überrascht. Sprech mit... Ach, komm, ich spreche mit ihr. Hey, wofür betest du? Ich möchte, dass alle gerettet werden. Wir alle. Nun, das ist eine nette Idee. Ach, halt den Mund. Ich heiße Lloyd, und du? Was? Lloyd? Ich bin Colette. Ich bin noch unerfahren als Auserwählte, aber ich verspreche, ich werde mein Bestes geben, um die Welt zu erneuern. Ich habe euch nie nach euren Namen gefragt. Oh, du hast recht, tut mir leid. Ich werde dich töten. Ich weiß. Aber vielleicht können wir in einem gemeinsamen Gespräch eine Lösung, sorry, finden. Hörst du mir eigentlich zu? Ich höre zu, aber liebes Fräulein Mörderin. China. China kommt aus China. Ja, ich höre es. Ich höre schon auf. China Fuji... Was? Fujibayashi. China Fujibayashi. China, du hast gebetet. Wenn man betet, dann wachsen der Seele Flügel. Ich bete auch. Ich bin sicher, dass wir uns verstehen werden. Ich habe darum gebetet, dich töten zu können. Vergiss es. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Du solltest dich auf den nächsten Kampf gefasst machen. Mhm, genau. Hoch. Wir sollten uns viel mehr umgucken. Wir sollten uns viel mehr umgucken. Ich liebe das Spiel genau für so Situationen. Was ist hier oben? Und auf einmal sind hier Leute? Nein! Leudos! So. Hallo. Hey, der hat die gleiche Frisur wie ich. Was? Was soll das heißen? So, speichern wir einmal. Ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich nicht mehr runter, oder was?
Was nicht eben noch draußen? Irgendwas stimmt nicht mit dieser Statue, die dort ausgestellt ist. Oder bilde ich mir das nur ein? Die Statue der Spiritua? Ja, diese hier. Allerdings ist der Priester momentan nicht da. Komm also später wieder. Na toll. Na toll. Also erstmal zurück nach Pamacosta. Sehe ich irgendwas? Ich reite mal auf Neuschi weiter. Da ist eine Brücke. Lass mich! Warum ist hier eine Brücke? Nein! Ich mag dich nicht. Lass mich. Ich will ja eigentlich nur gucken. Lass mich in Frieden. Ich glaube, ich bin voll falsch. Oder voll richtig. Je nachdem, wie man es nimmt. Alter. Ah, doch. Nee, oder? Ach, Gott, ich kriege hier Verfolgungswahn. Das sieht doch nach Pamacosta aus, ja. Hallo, was ist los? Hilfe, die Designs sind hier und Kakao soll... Wir müssen etwas tun. Was ist mit Kakao? Ist hier irgendwas? Hallo. Willkommen. Seid ihr teurer geworden? War das nicht mal... Ach nee, das war in Isolde. Warte mal, war Kakao nicht... War Kakaos Laden nicht hier? Kakao? Kakao ist weg. Kakao? Hallo? Hoch. Hier steht ein Besuch... Hier steht ein Buch mit dem Titel Die Motive der Designs. Ja. Warum unterdrücken die Designs die Menschen? Eine Theorie besagt, dass sie sich an den Menschen für die Diskriminierung rächen wollen. Der halbe Elfen in der Vergangenheit... Was? Was ist denn das für ein Satz? Ausgesetzt waren. Aber die Wahrheit ist ungewiss. Sehr seltsamer Satz. Oder ich bin zu blöd. Kann auch sein. Vielleicht sollten wir mit dem Bürgermeister, Mayor, Governor, ich weiß nicht, welchen Titel er hat, sprechen. Oder es geht hier schon alles ab. Was? Out of the way. Lord Magnus approaches. What? Was ist denn das bitte? It's Magnus from the Eastern Ranch. Der hat seinen Gürtel. That's Lord Magnus Berman. Der kriegt seinen Gürtel nicht zugebunden. Aua, Alter. This woman defied the wishes of the great Lord Magnus and refused to provide us with supplies. Therefore, while the designated death count has been exceeded, we have been granted orders to carry out this woman's execution. Damn it. Why isn't the city militia doing anything to stop it? Most of them are out on training exercises. The Designs must have waited for this opportunity. Slimy jerks. Mom! Stop right there, woman. If you interfere, we'll make you suffer in ways that will leave you begging for death. You think Governor General Dor will let you get away with this? Dor? Don't get your hopes up, woman. No! You disgusting little vermin! Uh-oh. Lloyd, mach was. Danke. Lloyd, stop. Do you want to turn the city into the next Isalia? Willst du wirklich, dass das kleine Kind abgeschlachtet wird, Rain? It's not the same. This city doesn't have a non-aggression treaty with the Designs. How can we go on a quest to regenerate the world if we can't even save the people standing right in front of us? Danke, Lloyd. Lloyd's right. I won't just stand here and let this happen. You! You're wanted criminal number 0074, Lloyd Irving. Na, so viele gesuchte Kriminelle scheint ihr nicht zu haben. Well now, so you're that boy with the X-Spear.
This is perfect. Cooler Titel. After I take that X-Sphere from you, they'll make me the leader of the five Grand Cardinals. Großfürsten? Get them! Ach nö, Leute. Warum? Ach, wie lieb. Amateurs. Genius hat's drauf. Damn it, you worthless idiots! Enough of this! I'll take care of this woman first! Leute! No! What the? Kratos! Let us respect the wishes of the Chosen. The Chosen? She is the Chosen? The Chosen herself has come to save us? Yep. Do you all realize what you're doing? Nein. If you defy the Desaians, this city may be attacked just like Hisalia. That's right. And I know full well what I'm doing. I won't repeat the same mistake again. I'll destroy them all. The entire ranch! Lloyd, that's insanity. They're only after Colette and me anyway. And besides, we have the Chosen on our side. The savior who will regenerate the world. Right, Colette? Was du da hin für eine Fresse zieht. Yep. I'm going to fight for everyone's sake. Dass die Designs einfach lustig da rumstehen und denken, ja. Ja, vor allem der da steht. Ja, ich hör mal zu. Mhm. Lass die mal machen. Oh, Lady Colette, the great chosen of manna. Wo ist eigentlich Dor? I give up. You're all hopeless. Oder sein Stellvertreter, irgendwer, der hier irgendwie eine Repräsentationsfigur ist. Irgendwie. But I'll help, since I'd be worried about you otherwise. Das ist aber großzügig. Professor Sage, thanks. Damned little, enough of this crap! I'm leaving them to you. Get rid of them! Du hast doch nur Angst. How dare you lay a hand on Lord Magnius? You're all dead! Oder du. Ha! Ich wollte euch schon die ganze Zeit aufs Maul hauen. Ich wollte euch schon die ganze Zeit auf die Fresse hauen. Bam! Das war besser als gedacht. Aber ich sollte mich wahrscheinlich nicht so sehr aus dem Fenster legen. Das käme mir wahrscheinlich nicht so gut. Yeah. That. Und nur zwei? Thank you. Thank you so much for saving my mom. I don't know what I would have done if they'd murdered my mom as well. As well? My husband volunteered in Governor General Dor's army and was killed in a battle against the Desaians. And my mother was taken to the ranch. We have to protect it. Not just for ourselves, but also for Grandma's sake. For when she returns. Ich fürchte, die wird nicht mehr zurückkehren, wenn ich glaube, ich fürchte, die wird nicht mehr zurückkehren. Wenn sich meine Theorie bewahrheitet, nee. That's also the reason why I work at the Church of Martell Travel Agency. But it's not like I believe in Martell or anything. Sugar, how can you say such a thing? I know. I'm grateful for the Chosen. Even this time, it wasn't Martell, but the Chosen and her companions that saved Mom. How can anyone believe in a goddess that sleeps while we suffer? I understand, but I still think Martell exists. You think? I'm sure of it. She... Well, oops. If the Chosen says so, then I'll at least try to believe. Anyway, I better get going soon. It's almost time for the next Asgard pilgrimage. Are there really people that want to go on a trip right after what just happened here? It's after events like this that both those with and without faith feel the need to go on a journey in search of salvation. That pretty much sums it up. Well then, thank you all very much. Kleine Zwischenfrage. Was macht denn
Kratos mit seinem Arm. Sein Arm sieht da sehr, sehr seltsam aus. Das verstört mich schon die ganze Zeit. Okay, ihr seid wieder unten wahrscheinlich und geht eurem Tagesgeschehen nach. Können wir den Laden ankurbeln? Davon haben wir noch genug. Können aber eins davon... Das mal nicht, das lassen wir. Ja, das lassen wir so. Ach, Mist. Diese verdammten Designs, warum tun sie nur so schreckliche Dinge? Ich bin froh, dass Kakao und den Bewohnern der Stadt nichts Schlimmes passiert ist. Was meint ihr? Wie die Dinge jetzt stehen, werden sie Pamacosta noch einmal angreifen? Wer spricht? Ach ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wenn aus der Stadt ein zweites Isselia wird, das wusstest du doch, als du Kakao gerettet hast. Es mag sich kaltherzig anhören, aber wir müssen uns auf die Reise zur Welterneuerung konzentrieren. Habe ich einen weiteren Fehler begangen? Pamacosta besitzt eine Miliz. Selbst wenn wir nicht gekämpft hätten, wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen. Trotzdem war mein Handeln vielleicht unverantwortlich. Aber Schokolade, Kakao und alle anderen sind dir dankbar, Lloyd. Außerdem, wenn du nichts unternommen hättest, hätte ich selbst etwas getan. Colette, danke. Ach Mann.